Hallo und herzlich willkommen, liebe Whisky-Freunde, hier wieder in meinem Kanal im Whisky-Club. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wie jede Woche mit mir zusammen einen neuen, interessanten und hoffentlich wohlschmeckenden neuen Whisky probiert. Tja, und ihr seht ihn schon neben mir stehen. Ich hatte es ja angekündigt bei meinem letzten Tasting. Der Darwini Winter's Gold ist heute fällig. Ja, ich war sehr angetan letzte Woche vom Darwini 15, den ich zu meinen besten Einsteiger-Whiskys 2016 mit reingenommen habe. Ich blende euch hier mal das Video dazu ein, die Darwini Playlist, und da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Und ich wollte einfach diese relativ neue Abfüllung mal dagegen stellen. Und ich mache das jetzt auch im selben Tasting-Durchgang, weil jetzt noch die Erinnerungen frisch sind an den Darwini 15 und ich einen direkten Vergleich habe. Nichtsdestotrotz, ihr seht es, da unten steht noch ein zweites Gläschen. Das ist der 15er und da werde ich mal nachher direkt miteinander vergleichen. Kurze Eckdaten für die, die letzte Woche nicht dabei waren. Darwini, gegründet 1897, eine Highland-Destillerie, liegt hier im Herzen von Schottland in einem Naturschutzgebiet in dem Cairngorms National Park. Sie ist die höchstgelegene aktive schottische Destillerie, liegt auf 326 Metern und ist damit besonderen klimatischen Bedingungen ausgesetzt. Sie haben sehr lange, sehr kalte Winter dort oben und gerade diese kalten Winter führen zu einer veränderten Reifung des Whiskys. Das heißt, wir haben große Kälte im Winter, wir haben aber auch warme Sommer. Die Fässer, in denen diese Whiskys lagern, atmen sehr, sehr stark. Dadurch erfolgt ein anderer Reifeprozess und das kann mit damit zu tun haben, dass Darwini doch einen sehr eigenen, typischen Geschmack hat. Eigentümer der Darwini Distillerie ist der weltgrößte Spirituosenkonzern Diageo. Die Destillerie ist nämlich 1934 mal völlig abgebrannt, wurde 1938 dann wieder vollkommen neu errichtet und irgendwann wanderte sie halt zu Diageo und gehört damit zu den Classic Malts of Scotland, einer sehr, sehr erfolgreichen Reihe, die Diageo rausgebracht hat. So, Winter's Gold. Mit was haben wir es hier zu tun? Zuerst mal fällt auf, dass der Korken stramm drin sitzt. Ja, das ist aber okay, man bekommt ihn raus. Man muss aber nicht irgendwie befürchten, dass der jetzt übermäßig leicht rausfällt oder dass eine große Verdunstung ist, weil er sitzt schön stramm drin. Hier haben wir die Umverpackung, hellblau gehalten, mit goldenem Schriftzug. Ja, alles sehr ansprechend gemacht. Man erfährt, der Whisky hat 43 Volumenprozente Alkohol. Man erfährt nichts über das Alter. Wir haben es also hier mit einem Non-Age Statement Whisky zu tun, einem NAS. Wir erfahren nichts darüber, ob dieser Whisky kühlfiltriert wurde. Deswegen gehe ich davon aus, ja, er wurde kühlfiltriert. Was wir erfahren ist mit Farbstoff, Zuckercouleur. Das heißt, diese wunderbare goldene Farbe, Winter's Gold, die man hier sieht, die man hier in der Flasche sieht, die ist künstlich. Ja, das ist leider, leider E150A Zuckercouleur und nichts mehr. Trotzdem war es für mich, war dieser Whisky so interessant, dass ich gedacht habe, ich muss mir den besorgen, weil der einfach eine interessante Geschichte hat. Winter's Gold nimmt Bezug darauf, dass Darwini jedes Jahr eine Charge an Whiskys ausschließlich in den Wintermonaten brennt. Der Winter ist lang in Schottland, reicht von Oktober bis März, manchmal sogar in den April rein.
Die Dalwhinnie-Destillerie mit ihren über 300 Metern liegt überhalb der Snowline, der Schneegrenze der natürlichen. Und deswegen haben die natürlich viel Zeit in den Wintermonaten zu brennen. Macht das jetzt irgendwas, bewirkt das was auf den Geschmack? Angeblich ja. Denn angeblich ist es so, dass der Whisky, wenn er frisch gebrannt wurde, zum Abkühlen nach draußen kommt, in die Warm Tubs. Und die Warm Tubs stehen offensichtlich draußen bei der Dalwhinnie. Und dort wird der Whisky sehr, sehr schnell runtergekühlt. Das heißt, dieser Whisky hat viel weniger Kontakt, für eine viel kürzere Zeit Kontakt mit dem Kupfer. Das wiederum soll angeblich eine stärkere Süße bewirken, den Whisky insgesamt süßer machen. Ich werd das mal ausprobieren. Ich werde mal schauen, ob der jetzt so viel anders als der 15er ausfällt. Mal gucken. Halten wir mal die Nase rein. Was Dalwhinnie empfiehlt, was ich natürlich nicht mache, ist, diesen Winter's Gold auch richtig eiskalt zu trinken. Am besten noch Eis reintun. Das ist Marketinggeschwätz. Ein kalter Whisky kann seine Aromen nicht entfalten. Die Aromen steigen erst auf mit dem Verdunsten des Alkohols. Der Alkohol ist der Geschmacksträger. Der Alkohol steigt in die Nase, bildet die Aromen. Wenn ich den Whisky eiskalt runterkühle, dann verdunstet da nichts, dann rieche ich auch nichts. Warum also sollte ich den kalt trinken? Nein, ich trinke den genauso, wie ich jeden anderen Whisky auch trinke, auf Zimmertemperatur. Die Nase ist wirklich extrem süß, das muss man schon sagen. Wirklich wahr. Eine sehr schöne, voluminöse, süße Nase nach Honig, nach Karamell, nach getrockneten Aprikosen. Wie schon beim 15er auch, ganz, ganz zarte Raucharomen. Vielleicht aus den Fässern, vielleicht wirklich, weil sie auch ein bisschen über Torfrauch gedartes Malz verwendet haben. Ich weiß es nicht, aber es ist so verschwindend gering, dass man schon sehr genau riechen muss, um ihn überhaupt zu erkennen. Wunderbar auch diesmal wieder der Heidehonig. Das typische aromatische Merkmal der Dalwhinnie-Destillerie, Heidehonig, toll. Tja, damit probiere ich den mal. Voll, süß, kräftige Malzaromen. Man spürt richtig die gemalzte Gerste. Der Whisky ist genau wie auch der 15er in Ex-Bourbon-Fässern ausgebaut worden. Das heißt, da kommt die Vanille mit rein, da kommen Toffee-Noten mit rein, ganz bisschen die Zitrusfrüchte, die Grapefruit, Mandarinenschale, so ein bisschen in die Richtung gehend. Ja, und auch auf der Zunge wieder. Ganz, ganz, ganz zarter Rauch. Wunderbarer Whisky. Wirklich gut gelungen. Ich war skeptisch. Ihr wisst, ich bin NAS grundsätzlich immer ein bisschen skeptisch gegenüber eingestellt, weil ich eben nicht weiß, wie lange das jetzt da gelagert hat. Wenn es dann noch gefärbt ist und kühl gefiltert, dann entfernt sich der Whisky immer mehr von mir, weil er immer mehr designt wird. Aber hier in diesem Fall muss ich sagen, das ist ein schöner Tropfen geworden. Den haben sie gut hingekriegt. Ich greife mal rüber zum Dalwhinnie 15. Den habe ich noch vom letzten Tasting übrig. Aha, ja, da sind Unterschiede. Der hier ist deutlich auf der frischeren, zitrusartigeren Seite, während der mehr auf der süßen, karamelligen Seite ist. Heidehonig haben sie beide, aber der wirkt frischer als der. Beide kraftvoll in der Nase. Jetzt probiere ich den nochmal.
Bei dem macht sich natürlich das Holz sehr viel stärker bemerkbar. Da sind mehr Röstaromen, Nüsse, Tannine und sowas drin, als in dem hier. Der ist süßlicher, weicher. Aber auch weniger komplex. Er ist schön kräftig, er ist aromatisch, aber, und jetzt komme ich zum entscheidenden Kriterium, dieser Whisky, obwohl er kein Alter trägt, ist teurer als der 15er. Den 15er kriegt man so um die 35 Euro, meistens darunter. Der Winter's Gold schrammt schon so an die 40 Euro. Ist 5 Euro teurer. Jetzt ist natürlich die Frage, ist er das wert? Ist es nicht ein Rückschritt zum 15er? Ich würde sagen, er ist zumindest nicht besser. Er ist von der Qualität her ein bisschen anders. Also für Dalwhinnie-Fans ist eh klar, dass sie den mal probiert haben müssen. Aber wenn ich jetzt als vor dem Regal stehe und die Wahl habe, ich glaube, ich würde doch eher zum 15er greifen. Er bietet mir einfach mehr fürs Geld. Aber natürlich ist es hübsch, wenn man mal sowas aus einer ganz anderen Produktion erfährt. Erfährt, was Dalwhinnie noch so machen kann mit Whiskys. Ich werde auch mal irgendwann die Distillers Edition probieren, weil ich mag die Distillerie einfach. Die bringen gute Qualität, die haben eine relativ kleine Range. Aber das, was sie machen, ist gut. Und muss ich einfach mal irgendwann testen. Aber ich stehe natürlich jetzt wirklich vor der Frage, würde ich den Winter's Gold vorziehen? Und da lautet meine klare Antwort, nein, das würde ich nicht. Es ist eine schöne Ergänzung. Es ist wirklich ein angenehmer, gut zu trinkender Whisky. Wenn der 15er mal ausgehen sollte oder nicht verfügbar ist im Laden und der Winter's Gold steht da, kann man da bedenkenlos zugreifen. Tolles Ding, aber er ist für mich ein bisschen unter dem 15er. Meine subjektive Meinung, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon mal beide gegeneinander getestet? Was sagt ihr dazu? Würde mich mal interessieren. Schreibt es mir mal hier unten in die YouTube-Notizen rein. Fände ich echt mal spannend. Derweil gebe ich Ihnen jetzt ein Voting. Und zwar kriegt der von mir 88 von 100 Punkten. Der 15er hat die 90 geknackt beim letzten Mal. Ja, ich werde mich aber trotzdem jetzt noch zurücklehnen, ganz entspannt diesen Winter's Gold zu Ende genießen. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und euch ein bisschen weitergebracht. Vielleicht bei der Frage, genau, welchen soll ich lieber nehmen? Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Danke fürs Zuschauen, ihr Lieben, und bis dann. Ciao.